Lorena. Du hast dich nie mehr gemeldet, Ward. Ich habe mich bei keinem gemeldet. Ich bin geschäftlich hier. Du sollst in einem Mordfall ermitteln. Alistair Pinch. Hat seine Frau umgebracht. Für den Sender ist er von großer Bedeutung, deshalb wollen sie einen Privatdetektiv. Los, komm, ich bring dich zurück in die richtige Welt. Mr. Waldo! Dieser Mord bewirkt Wunder für die Quote. Ich könnte 6 Millionen pro Folge kriegen, muss dafür aber 100 Stück produzieren. Also brauche ich Pinch gesund, munter und nicht zum Tode verurteilt. Text. Ich wollte dir Charlie Waldo vorstellen, den Detektiv, von dem wir dir erzählt haben. Gehen Sie sich was anziehen. Unsinn, mein Freund. Der Sender wird diese Aufmachung lieben. Guten Morgen. Mr. Pinch, ich verhafte Sie wegen des Mordes an Mrs. Pinch. Komm schon, müssen wir das so durchziehen? Sag goodbye zu deiner Designerhütte, ja. Freundchen. Schuldig. Die Welt ist überzeugt, ich hätte meine Frau ermordet und ich kann nicht beweisen, dass die Welt sich irrt. Ist dir die Statue aufgefallen? Das ist ein Regis Award, ein Schauspielpreis. Schon mal gesehen. Das ist die Mordwaffe. Willkommen beim Kindergarten der Reichen und Berühmten. Ich glaube, Mr. Löwe will Miss White fragen, ob Daddy sich mit den anderen Kindern verträgt. Miss White, ich müsste Sie dann nochmal sprechen. Kommen Sie heute Abend hierhin. Ich habe einen Mandanten, der nicht versteht, weshalb Sie sich mit einem Mörder wie Alistair Pinch in Verbindung bringen lassen. Mr. Waldo, ich muss Ihnen etwas gestehen. Vertraust du mir? Könnte es sein, dass Sie Besuch hatten und sich nicht mehr daran erinnern? Ich habe geheiratet, Kinder gezeugt und Kredite aufgenommen, ohne mich am nächsten Tag zu erinnern. Mr. Waldo! Schnallen Sie sich an. Seine erste Woche, Leute, du verdammtes Arsch! Passiert sowas öfter? Manchmal nach dem Essen. Hey, Prinzessin! Ich versuche, Ihr Leben zu retten. Kommen Sie, jetzt haben Sie das Vergnügen. Das wird ein richtiger Kampf. Wir wollen, dass du dich von Alistair Pinch fernhältst. War ein Vergnügen, mit Ihnen zu plaudern.